Hey Leute, moin, was geht ab? So, heute kurzes Video zu Cyberpunk 2077 Cheat. Das bedeutet, ihr könnt Cheats anwenden, wenn ihr das möchtet. Nicht jeder mag's ja, aber wenn ihr es wollt, könnt ihr es machen. Dann könnt ihr alles bekommen. Geld, Waffen, Cyberware, Autos, Items, was ihr wollt, komplett für umme in Sekunden. Von mir aus 100 Millionen, 99 Millionen, 1 Milliarde Cyberdollars. Alles, was ihr wollt mit dem Cheat. Um das zu bekommen, müsst ihr ein kleines Zip-File downloaden. Gibt's auf nexusmods.com. Den Mod, den ihr dann bekommt, oder die Teile, die ihr bekommt, die genaue Erklärung dazu, die gebe ich euch gleich. Bekommt ihr das Ganze auch? Ich habe das verlinkt unter dem Video. Steht meine Homepage gerchili.de. Da könnt ihr drauf gehen. Da bekommt ihr dann die genaue Erklärung nochmal und alle Cheats im Detail, was sie machen. Ja, über 100 Cheats, denke ich mal. Weil es einen Haufen Items gibt und Cyberware und Waffen und was weiß ich alles. Steht alles genau auf der Homepage. Auch nochmal genau erklärt, wie es funktioniert, was ihr machen müsst. Zeige ich euch aber jetzt sofort im Video. Dranbleiben ist total easy, sind nur drei Files und schon geht's ab. Wenn euch das gefällt, das kleine Video, dann würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Ihr wisst ja, kostet euch nichts, aber den Videoproduzenten wie mir hilft's. Naja, Produzent ist vielleicht hochgegriffen, aber den Video machen. So, unten vielleicht ein Abo dalassen für die nächsten Cheats und Tipps. Gibt noch viele, zu anderen Spielen auch. Ich hoffe, euch gefällt's. Bleibt dran. Wir sehen uns sofort auf dem anderen Rechner. So, da sind wir jetzt auf dem Rechner, wo die Spiele laufen. Ich habe jetzt schon mal den Ordner aufgemacht von Cyberpunk 2077. Der ist hier links. Das ist meine Homepage. Habe ich auch mal aufgemacht. Hier steht es auch nochmal drauf. Warte, warte, warte. Klick-Klack. Jetzt, es eben war der Editiermodus und hier steht es jetzt nochmal. Ich habe gerade nochmal ein bisschen was editiert, damit es noch einfacher wird. So, ihr holt euch also das ZIP-File, packt das aus. Und dann geht es eigentlich um drei Dateien. Die zeige ich jetzt mal hier auf der linken Seite. Da gehen wir mal runter. Cyberpunk, Cheats, Cyberkonsole. Zack, da sind sie. Da habe ich es ausgepackt. Es geht um diese RedLexaNative.dll und das Cyber-Plugin, die Cyberkonsole an sich und diese consmd.txt. Diese drei Dateien, die braucht ihr, also einmal markieren, kopieren und dann geht ihr da hoch. Und zwar, denn normalerweise ist es immer dort in eurem Steam-Ordner, dann in Steam-Apps, in Common. Cyberpunk 2077, bin x64. So, das ist der Ordner, um den es geht. Dann müsst ihr hingehen und diese Original RedLexaNative.dll umbenennen in, hier steht's, ORIG-RedLexa-Native.dll, also einfach ein ORIG- vorne dran stellen. Das habe ich jetzt hier schon gemacht. Dann fügt ihr diese drei Dateien hier ein. Dann habt ihr wieder eine RedLexa Natives, klar. Dann habt ihr diese Cyber-Plugin, Cyber-Konsole und das Textfile hier drin. So, dann funktioniert es auch schon. Also total easy. Die Original-RedLexa umbenennen, ein ORIG- vorne dran stellen. Die drei Dateien hier rein kopieren. That's it. Wenn ihr das Ganze später mal keinen Bock mehr drauf habt, das zurückmachen wollt, einfach die RedLexaNative.dll umbenennen in Cheat-RedLexaNative.dll und die ORIG einfach das ORIG- wieder wegmachen, dann steht hier wieder eine RedLexa. Rest könnt ihr drin lassen, diese Cyber-Plugin, Cyber-Konsole juckt euch nicht mehr, Textfile auch nicht, Cyberpunk läuft wieder original im Originalzustand. Okay, dann sehen wir uns gleich in Cyberpunk, dann zeige ich euch, wie ihr die Konsole öffnen könnt, wie ihr den Cheat eingeben könnt oder die Cheats, was ihr halt eben möchtet. Und wie das Ganze funktioniert. Total easy, total einfacher Cheat. Bis gleich. So, jetzt
Sind wir schon da? Ich habe es jetzt noch nicht ganz aufgemacht. Ich zeige es euch mal, wenn ihr jetzt auf Spielen klickt, seht ihr hier, geht so ein kleines Fensterchen auf. Debug-Fensterchen. Das Spiel startet aber an sich, so wie es immer startet. Bis auf die Ausnahme, dass das kleine Fenster aufgeht. Die Eingabeaufforderung auch von Windows. Jetzt startet das ganze Ding. Müssen wir einen Moment warten. Hier drücken wir. So. Und nochmal drücken. So, jetzt sollen wir fortfahren. Jetzt lädt er ein bisschen. Den Geldcheat habe ich schon probiert. Deswegen seht ihr gleich bei mir 99 Millionen auf dem Spielstand. Oder? Ich muss nochmal gucken, ob ich den abgespeichert habe. Hier habe ich. Also 99.302.637. Das ist ordentlich Geld. Funktionieren tut das Ganze. In der Beschreibung steht, in der englischen Beschreibung steht diese Pfeilhochtaste. Diese da ist bei der deutschen Tastatur nicht. Da müsst ihr einfach die Ö-Taste drücken und zack ist diese Konsole auf. Mit der Ö-Taste ist sie wieder zu. Jetzt den Befehl eingeben. Ich wähle jetzt einfach mal aus. Muss jetzt mal da drüben gucken. Ja, ich wähle einfach mal den Befehl aus für Geld. Der geht dann Player. Punkt. Da muss ich selbst gucken. Ja. Inventory. Punkt. Add. Item. Hier nochmal wichtig. Ja, unten sieht man es jetzt in der grünen Schrift. Was ich reinschreibe, player.inventory.addItem. Wichtig ist, das Item, das I groß, ein großes I, okay? AddItem. So, jetzt kommen wir zu den Klammern. Die sind auch nicht bei der deutschen oder die sind auch nicht dort, wo man sie vermutet, weil das ist englische Tastatur. Also müsst ihr eine Klammer auf, müsst ihr jetzt die Shift-Taste drücken und die 9, das ist eigentlich Klammer zu, aber in dem Fall ist es Klammer auf. Also, AddItem, jetzt die Klammer auf, Shift-Taste und die 9. Jetzt geht die Klammer auf. Jetzt schreiben wir rein, Items, wieder das I groß, Items, Punkt, Money, Komma, jetzt kommt ein Komma. Das funktioniert, die anderen Tasten funktioniert alles, wie es bei der deutschen Tastatur üblich ist. Und jetzt könnt ihr reinschreiben, was ihr wollt. Also, ich schreibe jetzt einfach mal rein 5.000. 900, dass man das auch schön sieht, wenn dann das Geld dazugefügt wird. Und Klammer zu, jetzt wieder wichtig, ist auch wieder anders, ist die Shift-Taste und die Ist-Gleich-Taste. Also neben der 9 die 0 eigentlich, also Shift und die 0 ist gleich oben drüber, die Ist-Gleich ist hier in dem Fall Klammer zu. Ihr seht es, ist jetzt hier auf der Konsole zu sehen. So, jetzt drücke ich die Return-Taste und mache dann ziemlich schnell diese Konsole zu, dass ihr seht, wie das Geld dazukommt. Return-Taste gedrückt. Und da seht ihr, 5.900 werden dazugefügt. Ratzefatze, einwandfrei funktioniert. Und so funktioniert es mit anderen. Ich kann mir jetzt also Waffen dazufügen. Ich kann mir Cyberware dazufügen, was ich also Lust habe. Ich mache es jetzt mal mit einer Waffe noch. Ja, mit einer Standardwaffe. Also, weil die Skippy habe ich schon, sonst hätte ich die mal dazugefügt. Aber ich mache es mal mit einer Standardswaffe, dass ihr das seht. Ich mache nochmal die Konsole auf. Hier steht also noch hier oben der alte Befehl, den ich eingegeben habe. Die Befehle gehen eigentlich immer gleich los. Also immer mit Player. Punkt. Inventory. Punkt. Add Item. So. Das habe ich jetzt wieder eingegeben und nochmal gucken, dass ich mich nicht vertippt habe. Player.inventory.addItem. Dann die Klammer wieder aufmachen. Also eigentlich immer gleich. Dann Items. Also bis an die Stelle ist es gleich. Punkt. Und dann kommt, was man möchte. In dem Fall ist es. Ja, also ich nehme mal jetzt so eine Standardwaffe. Das heißt mal Preset. Wie gesagt, die Befehle dafür findet ihr alle auf der Homepage. Preset unterstrich Achilles unterstrich Tiny für klein unterstrich Mike. Habe ich alles richtig geschrieben? Items, Preset, Achilles, Tiny, Mike. Und jetzt wieder die Klammer zu.
Und jetzt mache ich Klick und mache dann die Konsole wieder zu, dass ihr seht, dass ich die Waffe bekommen habe. Zack, successfully, so aufgesammelt, MC, habt ihr gesehen, links im Bildschirm. Jetzt habe ich die Waffe dazu bekommen. Und so bekomme ich jedes Item dazu, das ich möchte. Und jede Cyberware und alles, was es gibt. Total easy, super einfach. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns gleich. Okay, da sind wir wieder. Habt gesehen, total easy. Einfach gemacht. Super einfach. Cheat, alles möglich. Alles Geld, alle Waffen, alles, was ihr Bock habt. Da könnt ihr euch mal richtig austoben und darin mal richtig in dem Spiel rumklatschen. Viel Spaß. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen hoch. Und vielleicht ein Abo dalassen für die nächsten. Und schöne Weihnachten wünsche ich noch. Gute Zeit. Euer Chili. Ciao.